In diesem Video geht es um das Thema emotionale Abhängigkeit und wie du sie lösen kannst, wie du dich von emotionaler Abhängigkeit befreien kannst und was es grundlegend darüber zu wissen gibt. Also grundsätzlich erst einmal, emotionale Abhängigkeit muss nicht unbedingt etwas Unschönes sein. Also wenn man in jemanden verliebt ist und diese Person ist in dich verliebt und das Geben und Nehmen ist in einem guten Gleichgewicht und man ist quasi glücklicher mit dieser Person, dann entsteht allein dadurch schon eine emotionale Abhängigkeit, da man mit dieser Person glücklicher ist als alleine. Das heißt, dass eine emotionale Abhängigkeit per se erst einmal nichts Schlimmes ist, solange es eben auf beiden Seiten funktioniert. Und damit kommen wir zum ersten wichtigen Punkt. Ab wann wird emotionale Abhängigkeit von einer anderen Person etwas Unschönes und vor allem warum? Das sind die Fragen, die du dir eigentlich stellen musst. Emotionale Abhängigkeit wird immer dann unschön, wenn du von deinem Gegenüber nicht mehr gut, richtig und vertrauensvoll behandelt wirst. Im schlimmsten Fall sogar, wenn es sich um eine toxische Person handelt. Ab diesem Punkt ist emotionale Abhängigkeit eine Falle, die dir das Leben unglaublich schwer machen kann. Eben weil du diese Person liebst und weil du dich in den guten Zeiten mit dieser Person wirklich wohlfühlst, aber gleichzeitig eben diese Liebe missbraucht wird, um mit dir Machtspielchen zu spielen oder andere Dinge, die sich in dieser emotionalen Abhängigkeit für dich nicht gut anfühlen. Und deswegen musst du eine Sache verstehen. Wenn sich die emotionale Abhängigkeit, die du jetzt verspürst mit deinem Gegenüber, nicht gut anfühlt, dann ist das immer ein ganz klares Zeichen dafür, dass nicht etwa mit dir etwas nicht stimmt, sondern mit deinem Gegenüber. Und da musst du schauen, was da genau, wann und warum nicht funktioniert. Ab wann wird sie nämlich unschön? Immer ab dem Punkt, ab dem das, was du rausgibst oder das, was du in dieser Liebe für dich erwartest oder das, was vielleicht das Commitment zwischen euch beiden war, emotional gesehen, nicht mehr erfüllt wird. So, wenn du vielleicht merkst, du wirst immer zu kritisiert, an dir wird immer zu genörgelt, du wirst nicht gut behandelt und du bist verliebt in eine Person, die mit dir am Ende nicht genauso umgeht wie du mit dieser Person. Und hier ist es wichtig, erst einmal einen ganz wesentlichen Bestandteil zu identifizieren, um sich davon zu lösen. Nämlich das richtige Bild von deinem Gegenüber zu bekommen. Du bist nur deswegen abhängig, weil du ein bestimmtes Bild von dir und der anderen Person hast. Und dieses Bild ist unbewusst abgespeichert. Meistens entsteht das in der Kennenlernphase. Doch gleichzeitig kommen Verhaltensweisen rein, die mit diesem Bild nicht mehr zusammenpassen. Es passieren Dinge, die nicht mehr in diese Harmonie, die ihr am Anfang in eurer Zeit hattet, die da schlussendlich einfach nicht reinpassen. Und aus dieser Basis sozusagen entsteht dann eine Abhängigkeit, weil du diese Person liebst, oder du liebst ein Bild von einer Person, das ist ganz wichtig zu sagen, das eigentlich nicht dieser Person entspricht. Und dieses Bild entsteht in der Anfangszeit der Beziehung. Das heißt, dass du
um den ersten Schritt rauslösen zu gehen, was du jetzt machen musst, ist, dass du erst einmal ganz klar erkennen musst, nicht etwa mit deinem Verstand, sondern mit deinem Herzen und mit deiner Emotion. Du musst es emotional erkennen, wer diese Person ist, und du musst das Bild, das du von dieser Person derzeit in dir trägst, ersetzen gegen das Bild, welches tatsächlich dieser Person entspricht. Und das ist deswegen schwer, weil man eben eine unglaublich intensive Anfangszeit hatte und man dachte, das ist jetzt genau das Richtige. Und weil man sich genau deswegen in dieses Bild von dieser Person verliebt hat und jetzt aber Taten entgegenkommen, die dem komplett konträr stehen. Und das versucht man irgendwie dann in Harmonie zu bringen, was aber schlichtweg nicht funktioniert. Also, damit es dir leichter fällt, emotionale Abhängigkeit heißt ja, du hast eine bestimmte Emotion in Bezug zu einer bestimmten Person. Deswegen musst du diese Emotion verändern. Die Emotion, die du hast, ist immer an das Bild gekoppelt, das du von ihm oder ihr hast, das irgendwann im Laufe der Zeit entstanden ist. Und das musst du ersetzen durch das Bild, das tatsächlich dieser Person entspricht. Und das heißt, sich vor allem die Taten anzuschauen. Was macht diese Person? Wie behandelt dich diese Person? Wie sehr liebt dich diese Person? Und wie geht diese Person mit dir um? Versuch dich einfach in dein Gegenüber rein zu versetzen, als wärst du dieses Gegenüber und würdest aus dieser Perspektive dich behandeln, wie diese Person dich behandelt. Und versuch dieses Bild wirklich tief zu manifestieren. Und auf die Weise, wenn du da wirklich reingehst und stark bleibst und dran arbeitest, kann ein Bewusstseinssprung passieren in dir. Ein Auslöser oder, sag mal so, der richtige Hebel wird umgelegt und auf einmal realisierst du, wen du eigentlich wirklich von dir hast. Und allein das löst unglaublich viel von deiner Abhängigkeit auf, weil du verstehst, was wirklich dahinter ist. Neben dieser Wahrheit, die du erkennen kannst, ist es auch wichtig, dass du genau schaust, wo sind denn die Abhängigkeiten. Normalerweise, wenn man relativ lange in einer Beziehung ist, die toxisch ist, weil das sind Beziehungen mit emotionaler Abhängigkeit, die sich negativ anfühlt, gehen die meisten Menschen relativ schnell wieder raus. Wenn du dort aber länger drinne bleibst, solltest du genau schauen, was dahinter steckt. Sehr oft sind es Themen wie Angst vor Einsamkeit. Das heißt, du hast hier ein Thema aus deinem inneren Kind, das aus deiner Kindheitsphase kommt und einfach nochmal wiederholt wird in der Beziehung. Also die Angst, wenn du zum Beispiel jetzt eine traumatische Erfahrung hattest als Kind und daher kommt diese Angst zur Einsamkeit, ist das immer für das Kind eine gefühlte Todesangst. Und wenn du jetzt in einer Beziehung bist mit einem Gegenüber, dann nimmt das Unterbewusstsein sofort diese andere Person sozusagen als den Elternteil wahr, der dich im Stich gelassen hat. Und für dich bedeutet das sozusagen unterbewusst, wenn du diese Person verlierst, wirst du wieder dieser Todesangst ausgesetzt. Was natürlich nicht passiert, aber das ist das Programm, das eben in diesem Moment abläuft und dafür sorgt, dass du unbewusst einfach alles tust, um von dieser Person nicht verlassen zu werden. Mit dem Resultat, dass eine emotionale Abhängigkeit entstehen kann, auch aus Antrieben wie nicht gut genug zu sein oder eben eine Idealisierung, dass du ihn oder sie romantisierst und ein Bild aufbaust, das eigentlich wenig mit dieser Person zu tun hat, sondern vielmehr deine Mutter oder dein Vater darstellt, weil du in dir eine Sehnsucht spürst nach einer Liebe, die nicht die Liebe von dieser Person ist, sondern die Liebe von deiner Mutter und deinem Vater. Auch daraus kann dann in der Folge
eine emotionale Abhängigkeit entstehen, weil du eben dieses Elternbild in die Partnerschaft reinprojizierst. Und das hat dann eben zur Folge, dass man einen unglaublich starken Liebeskummer verspürt, eine unglaublich starke Anziehung nach diesen Menschen, die stärker ist als die Liebe zu dir selbst. Meistens eben ausgelöst durch eine Todesangst, die sich dahinter verbirgt, entstanden aus dem inneren Kind. Heißt also, wenn du dir diese Themen ganz genau anschaust, dann hast du deutlich bessere Chancen, dich aus dieser Abhängigkeit zu lösen und dafür zu sorgen, dass es dir wieder besser geht. In diesem Sinne hoffe ich, dass du gute Informationen mitnehmen konntest und freue mich auf dich im nächsten Video.